Leute, ich bin wieder, der Misanthrop. Wir sind hier wieder bei einer weiteren Folge Battlefield 3 Armored Kill. Mit mir zusammen im Squad die Legende, Legend, Rip und Matt Motherfucking Murdoch. Im TS noch Mattis, der sich gerade über Oasi aufregt. Hallo. Und ja, spielen wir mal ein bisschen. Ich weiß gar nicht, auf welcher Map sind wir. Ach, Armored Shield sind wir. Das ist schön. Die haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und es ist sofort auch wieder die Kacke hier am Dampfen. Super. Direkt erstmal vom Gunship niedergemacht. Echt? Na klar. Eieiei. Aber nicht mit dem Kack-MG, sondern mit dem dicken Spratzgerät da. Ach, das ist das auch Rush? Kann das? Ja. Oh. Wow. Ich meine, die letzten paar Runden Rush haben mir Spaß gemacht, aber so mein wirkliches Ding ist das nicht. Wow, das war das Gunship. Diese Verhurten. Schnell ins Haus. Nein, irgendwo hinter mir. Ach, warte, ich schmeiß erstmal Medikit. Farbe. Och, ey. Nein! Siehste, ich sage doch, die Aufnahme läuft und schon bin ich am Versagen. Ach was. Ja, ob der da oben das merkt, dass da einer hochkommt? Nö, merkt er nicht. Und ich frage mich immer noch, was das für eine Klamotte hier mit der Karte ist. Boah, Alter, das Gunship geht mir auf die Nüsse hier. Boah. Lebe! Toll, du liegst irgendwie im Stein. Na, da kann ich dir nicht helfen. Ihr habt doch, du Sau! Asche zu Asche, Stein zu Stein oder so. Ey, aber die springen auch hier einfach mit dem... Ach ja, das Gunship, genau. Deswegen können die hier so gut abspringen mit dem Fallschirm. Ich wollte mich schon wieder aufregen. Ja, genau. Achtung, ich öffne Nate da rein. Ich hoffe, ich treffe keinen von euch. Nein, nicht, ich schärfe. Ach, Manu. Nein! Geil, Alter. Direkt erstmal ein Doppelteam-Kill gemacht, ey. Super. Scheiße! Eine Nate. Zwei Leute. Und jetzt bin ich auch noch schuld, dass ein in die Luft fliegt. Oh Gott. Oh Mann. Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Ja, echt. Normalerweise trifft eine Nate von mir nie. Und die holt gleich zwei Teamkameraden weg und verhindert, dass ein Schärf werden kann. Super. Aber es wurde ja noch gehalten. Das ist okay. Mann. Lebe. Ich mach mal zu A mit einer Granate in der Hand. Lalalala. Ey, wer macht denn hier den Kacknebel, ey? Wow, die Nate hat mich fast getroffen. Wenn ich wenigstens wüsste, aus welcher Richtung die ungefähr kommen, ey. Oh, da steht Panzer. Nordwesten. Oh, Panzer kommt. Kleiner Panzer. Leichter Panzer. Panzerzerstörer. Wie auch immer diese Dinge heißen. Pass auf, der steigt direkt bei A aus. Ach, diesmal halten wir das Ding. Ich geh rein. Jo. Nein! Okay, ich bin tot. Shit. Ich bin da. Nein, muss ich nachladen. Ey, ich spiel aber jetzt auch gerade wieder einen Stuss zusammen. Die haben noch 131 Tickets. Oh, nee, ich wollte Pionier. Mal gucken, was ich jetzt als. Ja, ich mach mal den. Ja, haben sie geschafft. Shit. Mit dem Sunny lief das vorhin so gut. Hier war lustig. Letztens. Habe ich leider nicht aufgenommen. Da saß ich hier in dem Busch drin und jemand wollte mir ans Leder, vor dem ich mich da versteckt habe. Der kam dann in den Busch gerannt, direkt hinter mir, und ich konnte ihm so richtig schön Ninja-like mit dem Messer in die Kehle. Er hat mich nicht gesehen, er ist an mir vorbeigelaufen. Natürlich keine gute Idee, aber
Ich stelle mich einfach mal direkt hier in das Gebäude, wo A ist, rein. Damit mich das Gunship gleich wegpflücken kann. Lebe! Fahr ich mit dem Boot durchs Wasser. Ach nee, ich dachte über die Berge. Wir haben schon wieder jemanden im Squad. Kick den mal. Einfach nur so, weil wir keine anderen Mitspieler in unserem Squad mögen. Nein, irgendwie, ich weiß nicht, ihr könnt mich da vielleicht eines Besseren belehren, schreibt es in die Kommentare oder so, aber irgendwie habe ich Probleme, wenn jemand anderes außer meinen Kumpels im Squad ist, dass ich bei keinem von denjenigen dann spawnen kann, sondern nur noch bei dem, der sich gerade in einem Squad befindet und fremd ist. Ich weiß nicht, was das soll. Ob das so muss? Ich habe keine Ahnung. Da läuft ein Sniper. Den Messer, ich komm her. Der sieht mich nicht kommen. What the fuck? Da steht er direkt bei uns in der Base und keiner lutscht den weg. Das kann er nicht. Scheiße, das Messer hat nicht geklappt. Das war fast ein Fail geworden. Wir sind Russen, ne, oder? Sind wir Russen? Ich weiß es nicht. Nein! Verdammt! Sind doch keine Russen. Nee, sind wir Amis. Da. Überlebe, mein Freund. Ich lasse dich nicht gehen. Geh nicht ins Licht, Caroline! So. Und bei BSO hat einer wieder was gelegt. Oh, meine Nate hat getroffen. Das finde ich jetzt schon mal sehr, sehr gut. Wäre cool, wenn einer den Heli markieren könnte. Jetzt geht einer hin und pinkelt den an. Komm schon, entschärf. Ihr seht mich nicht, ich bin unsichtbar. Jawolle, da hat er entschärft. Und jetzt sterbe ich, aber egal. Wo war das? Wie kommst du bei dir voran? Bitte was, sagst du? Wie kommst du bei dir voran? Im Moment laufe ich schön übers Gebirge und versuche zur Safe Zone zu kommen. Ach, da bist du da. Ja, ich habe irgendwie gehört, es soll dann noch irgendwie Bandit Safe Zones geben, weil die in die normalen Safe Zones da nicht rein können. Ja, da können wir gegenseitig abknallen. Ja, naja, egal. Wie gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Keine Ahnung, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Auf jeden Fall, sobald am 5. November das Embargo aufgehoben wurde, wird auch auf meinem Channel ein Let's Play stattfinden. Allerdings wird das so sein, dass ich mich mit meinem Kumpel Dave abwechsel, teils. Also ein Teil er, ein Teil ich, weil das einfach jede Menge Arbeit. Ja, einfach jede Menge Arbeit spart. Außerdem bringt das, denke ich, nichts, wenn wir beide dann Let's Playen, ne? Dann wechseln wir uns einfach ab. Das ist erstens weniger Arbeit, nimmt weniger Festplattenspeicher weg. Und ja, so können die Leute dann auch mal aus anderer Perspektive sehen und nicht nur die ganze Zeit bei einem zugucken. Bam! Jungs, ich renne für C4. Ja, erzähl du erstmal. Bug. Ich hab da noch drin so alles schön vor der C4 gelegt, ey. Teamkill, super Junge. Ich hab da so einen kleinen blauen Namen über meinem Kopf, der zeigt dir an, dass ich in deinem Team bin. Mach die Augen auf. Boah, das Gunship ist so unfair, ey. Ja, oh, die Havoc ist frei. Steige ich ein. Ey, sie hattest du dir auch irgendwie was überlegt in den Night Sessions noch, ne? Ja. Ja, ich hatte ja ein paar gemacht, ein, zwei Folgen. Ich weiß nicht, ob ich da noch eine dritte mache. Weil die zweite läuft bisher nicht so ganz so prickelnd. Aber ich habe ja auch keine Abonnenten. Aber ich bettel auch nicht drum, also. Entweder kommen die von alleine oder ich hab Pech. Nee, aber du weißt ja so, Dave hat halt Daisy Let's Played und da dachte ich mir, warum soll ich das auch noch machen, weißt du? Das wäre ja doppelte Arbeit für dasselbe Bild eigentlich. Von daher. Du stellst auch noch einen Konkurrenten da. Ja. Deswegen haben wir gesagt, teilen wir uns das dann einfach bei WarZ. Da sind wir dann auch von Anfang an dabei, weißt du?
ich fliege wie ein Irren. Wie ein junger Gott. Was? Ich fliege wie ein junger Gott. Was? What? Ja. Die hat mich getroffen. Ach, das war das scheiß Panzerzerstörer-Ding. Ah, die Havoc. Die Havoc. Ah, ich bin drin. Die Havoc. Oh, Stefan. Hallo. Gunship. Verdammt. Verdammt. Genau. Verdammt. Der war super. Ist ein Insider, versteht ihr alle nicht, ist egal. Guckt euch die Folge an. Oder? Ich weiß gar nicht. War gar nicht in der Folge. Nee, war nicht in der Folge. Ah, scheiße. Don't shoot, don't shoot. Oh, I'm hurt. Please don't kill me, verdammt. Stefan, wir hoch, 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 hoch. Ja, warte. Ich muss ja ausweichen ein bisschen. Fick dich, Gunship! Deine dicke, fette Mutter ist kaputt! Fick dich, Gunship! Leck mich doch am Sack! Du, Gunship, kannst mir gar nichts. Oh nein, ich bin ein Roadkill geworden. Iha! Shame on me. Autsch! Was ist? Gut, ach, du machst das schon. Stefan, müssen wir öfter mal wieder zusammen fliegen, ey. Aber irgendeiner sollte uns reparieren, ich könnte das machen, eventuell. Ja, warte, ich lande da hinten. Eventuell? Ja! Euch safen wir doch. Was? Zu spät. Oh nein, der Pan holt uns noch weg. What the fuck? Hab ich ihn kaputt gemacht. Oh, lass mich Erster sein, lass mich Erster sein. Ja, ich bin Erster. Psst, hört ihr das auch? Ich höre Schüsse. Da ist ja schon wieder einer unter der Gruppe. Ja, ich weiß. Ey, das bin ich. Schieß nicht! Oh, das hat so viel Spaß gemacht im Heli wieder, ey. Ich hab vergessen, wer das sein kann. Oh! Und nächste Runde! Nein, Nate. Jetzt lauf nicht zur Nate, Alter. Doch, der läuft einfach in die Nate rein. Ach man, ihr seid doch Vögel. Krieg nur nieder, Alter. Ich spratz voll in die beiden Fressen, ey. Ist egal. Wow. Was soll das denn hier werden? Ach ja, fick dich. Drecks. Ey, manchmal denke ich, ey, ich habe keine Mitspieler hier im Team, sondern nur Leute, die im Abreißkommando sind. Die machen alles kaputt, aber treffen nichts. Und taktisch... Na gut, ich bin auch nicht der große Taktiker. Muss ich ja ehrlich zugeben, aber... Ich habe letztens jetzt schon wieder ein Video gesehen von WarZ-Hackern. Na, die waren auf YouTube, habe ich das gesehen. Warte, die hacken schon WarZ? Ja, da waren so ein paar. Da war ein Video, der hat einfach alles auf der Karte angezeigt gekriegt, beziehungsweise im Spiel. Jeder Spieler, der irgendwo sich befindet, jedes Loot, was irgendwo liegt, war fett eingezeichnet. Und überleg mal, stell dir vor, dieser jemand, der WarZ am Hacken war, hat Russisch gesprochen. Was hat der? Der hat Russisch gesprochen. Ach. Wie kommt das nicht, denn? Dass sich jetzt irgendwelche Vorurteile bestätigen würden, ja? Nein, ich habe ja auch nichts gesagt. Ich sag nur, dass dieser jemand Russisch gesprochen hat. Ich habe nicht davon gesprochen, dass nur Russen... Also generell, wir haben nichts gegen Russen, wollen wir mal so erwähnen, ne? Aber nur irgendwie bestätigt sich die Annahme, dass Russen viele kleine Cheater-Hundesöhne sind. Ja. Oh Gott, wie ich direkt vor ihm stehe und ihm nicht sehe, weil er vor mir im Gras liegt. Oh Gott. Oh Mann. Mit 2% Leben hatte der noch. Den hätte ich anfurzen müssen. Du musst wieder vorsichtig sein, weil du bist ja Deutscher, ne? Ja, genau. Hallo, wir dürfen das. Raus genau. Hier, raus. Okay. I'm proud to be black. Hey, good for you. I'm proud to be Chinese. Hey, good for you, man. I'm proud to be white. Fuck you. Ja. Das ist immer so. Naja. Das wirst du aus der deutschen Geschichte auch nicht mehr los. Nee.
Ach, dieser Rassismus, der bringt mich irgendwann nochmal um. Naja. Ja, aber es ist ja wirklich so, also. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wie steht ihr dazu? Ja, genau. Seid ihr Rassisten? Bevor ihr kommentiert, überlegt es euch gut. Ja, genau. Was haben die jetzt ein Bild für uns, von uns? Ach, wir sind keine Rassisten. Nein. Sind wir wirklich nicht. Nein, nur es ist wirklich sehr auffällig, dass viele Russen cheaten und hacken. Ich weiß, vielleicht, weil sie es können? Keine Ahnung. Naja. Es sind ja nicht nur Russen. Ja, weißt du. Oh, markier den Heli genau. Da oben, markier den Heli einer. Ja, ich hole mir den schon. Also, keine Russen sind am Cheaten, Chinesen sind alles Goldfarmer und China-Farmer. Ja, die Deutschen sind die Crowds. Ja, genau. Die Nazis, die ganze Weltherrschaft an sich reißen wollen. Ja, aber da war es dann Österreicher, der damit angefangen hat. Genau. Einen brauchen wir nochmal. Habt ihr das Video gesehen, wie der Heinzel von Sido einen auf die Fresse kriegt? Aber angeblich. Aber wisst ihr, dass wir mittlerweile mit UFOs von Monden angreifen, ne? Ja, genau. Ach ja, wie der Panther mich wieder wegholt. Wir kommen zurück. Eine fette, dreckige Mutter, du Wichser. Ich glaube, ich muss alles zensieren. Ich hab doch nicht mal Mutter hier in dem Chat. Fuck. Mutter geht ja gar nicht. Habt ihr gesehen, wie der Heinzel von dem Sido einen auf die Fresse kriegt? Ja, Mann. Ey, der hat den nur angestupst. Panzer! Und er schmeißt sich dahin, ey, als wenn ihm der Kopf explodiert wäre. Warum muss ich jetzt hier einen Scheißspieler begegnen, wenn ich zur Safe Zone will? Weil die ganzen Kackbratzen die Safe Zones campen. Wie will mich dieser verdammte Sniper durch die Qualm gesehen haben? Was schreibt der uns? I can repair. Der soll weggehen, ey. Er will dir nur mitteilen, dass er reparieren kann. Kann ich auch. Wie geil war das denn jetzt? Boah. Ich glaube, das verlieren die, werden die verlieren. Ja, die haben noch 77 Tickets. Da ist doch einer. Nate! Ja, die fliegt natürlich nicht weit genug. Doch hier, Oh mein Gott, was war das denn für eine armselige Versuch, den da wegzuknüppeln? Na komm, egal. Boah, Alter. Boah, hier hat einer mal einen Busch weggemacht, den ich zu, als Schutz hatte. Ich wünsche euch alle weg hier. Oh, Sniper. Boah, was ein Rescue-Sprung. Ich lieg bei B, ne? Ich bin bei A hier, so. Ich laufe durch die Häuser. Dann können die ja gar keine Chance haben. Schau mir das Mobiliar an. Oh, ich bin auf dem Ersten. What? Ich bin Vierter. Ach, das kann doch nicht. Ich bin Siebter. Oh Mann. Wieder im Minus. Ich habe mittlerweile schon 3000 Minus-Kills, ey. Welcher Blödmann schießt mit Panzer auf mich? Boah, ey, wie ich fast ein ganzes Magazin brauche, um den wegzuspratzen, ey, das kann nicht. Dieser eine Spieler, der mir jetzt gerade entgegengekommen ist, auf meinem Wege, also, der war ganz gut ausgerüstet. Nö, ich hab's jetzt nicht auf den Kampf ankommen lassen, weil ich bin ja nicht so ein Typ. Aber, ich hab den Kampf jetzt nicht gesucht und der läuft auf den Baum zu, hinter dem ich stehe. Und dann habe ich mich so in den Baum gedreht, dass wir uns beide verpasst haben. Ist doch gut. Ja. Nee, was sie auch unbedingt ändern müssen, finde ich, in Borsi, ist, dass du auf minimalen Grafikeinstellungen keine Büsche und keine Bäume hast. Ja. Das heißt, die können dich, wenn sie wollen, ey, und dich wirklich und wirklich darauf ankommen lassen, also wenn sie dich killen wollen, dann machen sie einfach alles auf niedrig und dann sehen die dich trotzdem im Busch. Aua, nein! Du hast eigentlich keine Möglichkeit. Das ist eigentlich, ne? Büsches. Nee. Sollen sie die Baum- und die Buschtextur ein bisschen runterdrehen, ein bisschen unscharf machen? Nö, und gut einfach ist. Sagen, knallhart für alle. Ja, genau. Haben die doch Probleme, wenn das Ding da ruckelt wie Sau? Bitte lasset ihn entschärfen. Hat er geschafft, ja, hat er. 22 Tickets haben. Ja, ist noch. Und wenn dein Rechner nicht funzt, willst du das ja ausspielen können, ne? Ja, das ist natürlich. Das ist das Problem bei einem MMO, ne? Ich sag nur Battlefield 3. Ja, Stefan hat sich für das Spiel hier extra einen neuen Rechner angeschafft, ey.
Also, ne? Zusammengebaut. Wir auf dem ersten bleiben, wir verficken Schweinehunde. Ja, weißt du so, wir waren am überlegen, Modern Warfare 3 oder Battlefield 3. Kopftreffer, ich hole Stefan ein, ne, doch nicht. Und haben dann mal bei Steam ein Wochenende, wo du das kostenlos zocken konntest, Modern Warfare 3, gezockt. Wir haben da 2 Tage gespielt und ohne überhaupt irgendwie was von Battlefield 3 gesehen zu haben vorher, haben wir gesagt, ja, Battlefield 3. Und Modern Warfare 3 ist so zum Kotzen, das ist so ein Drecksspiel, das ist einfach nur... Boah, ich krieg Hass, wenn ich darüber rede. Einfach nur, oh nein, die haben es tatsächlich noch geschafft, die Schwänze. Jetzt sind es wieder 200 Tickets. Nein, die waren bei 3. Ja, die waren bei 3. Richtig, waren. Und ich dachte schon, die Runde wäre gewonnen, ey. Ich habe mich schon gefreut. Scheiße. Ja, warte, ich versuche in die Viper rein, dann könnt ihr direkt hinterher joinen. Ich jetzt hier. Scheiße, ey. B haben sie auch gleich direkt. Ey, wurde gemessert von hinten. Schweine. Oh, Dennis. Ja. Elfter. Fuck, ey, ich will ein Heli. Bin ich auf Platz 11. Was war das denn hier für eine Aktion mit der Viper? Oh. Da rennt er. Die muss man wenigstens nicht erst wieder zusammenbauen. Jetzt. Jetzt töte den nicht. Bitte einer, töte den, lass mich entschärfen hier. Ich muss hier wieder den Day safen hier. Ich bin da, also in Sachen Granaten werfen bin ich immer noch so ein bisschen in Counter-Strike drin. Ich ziele immer noch ein bisschen höher und fange an zu laufen, wenn ich eine Nade werfen will. Tschüss. Mann, Alter, die Runde wäre fast vorbei gewesen. Jetzt dauert das Video wieder Ewigkeiten, ey. Ich habe nur knappe 100 Gig frei auf der Festplatte. Wir gewinnen doch. Ja, nee, ist klar. Das sind die letzten 3 Punkte, ne? Die letzten 2 Punkte. Danach haben wir verloren. Ey, wie sie hier aber auch einfach mit den Fallschirmen abspringen, die Penner. Stirb! Drecksack. Ja, oh, ach, scheiße. Aber egal. Oh, flieg los, Mann. Ich dir mal hier ein Medikit hin. Jo, danke. Da, dass ich nicht kein Jeep mit C4 wieder voll patschen kann. Kannst du nicht? Ja. Nordwesten ist ein Sniper unterwegs. Aber ich wurde letztens von einem mit einem Quad, der von C4 bepackt war, in die Luft gejagt. Ja, ich hab's mitgekriegt. Boah, Stefan, hast du überlebt? Nee. Platz 7. Ich will weiter nach oben. 10, 19, ey. Ich bin schon 3000 Kills im Minus, ey. Das geht ja gar nicht. Ja, dann muss einer mit euch in der Hellwoche mit reinkommen. Das würde ich ja gerne, aber... Die ist immer so besetzt. Die ist immer schnell zu. Das ist immer vergriffen. Nein, verschwinde! Oh komm, kollidier da mit dem Felsen. Schade, macht er nicht. Bahn, da hast du Bösche. Oh, B ist aber ja. Auch offen, ey. Da kannst du von allen Seiten weggelutscht werden. Wow, 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 was ist... Alter Finger. Kann keiner mal den Heli markieren. Da ist alles schön so ein Raketenwerfer, keiner markiert den Heli, ey.
Hilfe bei Kill bloß. Ist aber jetzt auch gerade. Ja, sicher. Ist aber auch gerade. Wie der Spawn Attack macht, der Wichser. Wie viele Tickets noch? 90 Tickets. Komm, das schaffen wir. Diesmal versagen wir nicht mehr bei 3 Tickets. Das kann ich. Mhm. In letzter Zeit muss ich sagen, finde ich bei Warzy keine Waffen mehr. Ja, die haben, ja die haben die ganz schön runtergedreht, die Spawnrate von Waffen. Mhm, deswegen haben wir alle gebunkert. Ja gut, das heißt gebunkert, pro Schar 3 Waffen halt immer, ne? Waffe, ich hab bloß... Warte, was hab ich? Ich hab die Moosberg, hab ich. Ich hab die FN Ska. Und ich hab... Hier hast du Scheiße. Jericho hab ich. Ja, der ich hab auch einen abgekriegt. Aber keine Munition wirklich dafür, so. Ito. Weil, ne, Waffen sind selten. Munition ist noch seltener. Und die ganzen Klamotten zum Modifizieren. Die Schalldämpfer. Oder Aufsätze, die Visiere etc. sind noch viel, viel seltener. Also. Ich finde dich man... so aber auch gar nicht schlecht. Da freust du dich wenigstens, wenn du eine Knarre gefunden hast. Richtig. Ja. Ich habe mich gerade auch gefragt, ob das vielleicht den Bandits dann ein bisschen den Gar ausmacht. Ja, weil vielleicht entweder verlieren die Lust daran oder hacken die halt noch mehr, damit sie die Scheiße haben. Ja, kommt drauf an. Ne? Also, die gehen wohl sehr, sehr hart gegen Hacker vor. Hab ich wohl mitgekriegt. Jungs, die kommen alle zu B, ne? Jo. Bin unterwegs. Ich musste bloß gerade noch. Aua. Da ist ja so ein kleines Scheißwort hier. Oh, fuck. Verdammt sollst du sein. Ah, ich bin vor dir, Murdoch. Nein, du. Du wirst mich nicht mehr einholen. Mich einholen werde. Okay, ist mich tot, ist nicht mehr. Ey, wie die hier aber auch mit dem Fallschirm abspringen, ne, ey? Die Operation Overlord hier, ey, Normandie. Guck dir das an. Nate! Die trifft natürlich nicht, war klar. Haha. Teamkiller. Oh, du warst auch da am Panzer? Ja. Ich hab den in die Luft gesprengt. Mach doch eine Panne. Teamkill! Passdeck! Der klingt wie eine Genitalwarze. Lebt! Ja. Wie ich mich hier opfer, damit meine Kumpels hier stehen bleiben, um B zu beschützen. Werd hier einfach auf dem Sunny geschossen, eiskalt. Verstehst du das nicht irgendwie gegen die Genfer Konvention oder so? Ich würde es auch machen. Ja, du bist aber auch ein schlechter Mensch, deswegen wundert mich das nicht. Ich gar nicht. Ich habe jetzt für meine Mauser SRG Desert bei WarZ 5 Magazine. Echt? Ja, aber von Freunden gekriegt. Oh, was hast du denn? Zwei hatte ich schon und. Ja! Die Havoc ist frei. Komm, ja. Noch 3 Tickets. Jetzt schaffen wir. Ja! Gewonnen! Ja, cool, ich bin auf dem zweiten. Endlich! Wie bist du abgerutscht? Ich bin auf dem fünften. Nein, von allen. So. Bin auf dem. Was? Ich bin auf dem 10. abgerutscht? Ja. Kacke. Haha! So. Das war's mit einer Runde Armored Shield Rush. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Sagt tschüss. Tschüss, ciao.